Guten Morgen am 2.7.22. Wir sind hier in Kroatien und zwar in den Kvarner Buchten, Dramalje, ca. 3 Kilometer von Crikvenica entfernt. Und wir wollen es heute mal versuchen, ja auch mal ein bisschen mit dem Kajak unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird oder ob es zu wellig ist. Müssen wir mal gucken. Bis jetzt haben wir noch nicht wirklich viele Kajakfahrer gesehen. Es ist auch wirklich relativ heiß, 34 Grad. Wir müssen mal schauen, ob wir das gut hinkriegen. Da steht das Bötchen. So, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Wir sind jetzt an der Küste von Kroatien. Da drüben, ist es da drüben die? Ja. Da drüben ist die Insel Krk. Und vorne links befindet sich der Ort Crikvenica. Das ist in den Kvarner Buchten. Eigentlich funktioniert es bis jetzt ganz gut. Es ist ein bisschen wellig, aber eigentlich ganz angenehm. Aber wir werden uns auch wirklich nur hier am Rand aufhalten, weil tiefer ins Meer ist, glaube ich, dann doch zu riskant. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass man kippt oder so. Genau. Mike, möchtest du noch was sagen? Nee. Wieso nee? Was soll ich denn sagen? Ja, das Wetter ist schön. Machen wir die ganz andere Sache, was wir hier machen. Und mal schauen, wo wir hinfahren. Wir zeigen euch nachher noch mehr. So, wir haben ja meine Mutter und ihren Mann mit dabei, den Gerd. Da hinten haben sie sich gemütlich gemacht. So, hier sind wir noch in Dramalje. Küste von Dramalje. Ist halt auch so relativ bergig und die Häuser sind ja auch in verschiedenen Stufen aufgebaut. Das heißt, das sieht dann halt auch alles so nett aus, weil die meisten Dächer auch so rot sind. Und dadurch hat das alles so einen mediterranen Flair und der zieht sich auch fast durch ganz Kroatien an der Küste so durch. Das ist mir schon mal aufgefallen, weil wir auch schon ganz weit hinten mal Urlaub gemacht haben. In der Makarska-Region, dann sind wir auch direkt rein bis da. Montenegro gefahren und Dubrovnik angeschaut und so weiter. Und dieser Stil zieht sich halt so durch. Thank you.
Wir haben jetzt eine einsame wilde Badestelle gefunden. Wir wollen ja versuchen, hier anzudocken, dass wir von hier aus noch ein bisschen ins Wasser können. Ey, geiler geht's ja wohl gar nicht, ne? Mega kristallklares Wasser. Wo sind wir? Aber von hier kann doch hinten sind sie drin. Zirkelnitzer und Umgebung. Bötchen ist jetzt schon aufs Dach geschnallt, da brauchen wir das nicht noch komplett abbauen. Morgen neu wieder aufbauen. Wir versuchen, dass wir das jetzt mal so transportieren können. Wir haben das ordentlich festgebotet. Wir haben wieder schon eine tolle einsame Bucht gefunden. Wir sind hier total alleine für uns. Es ist ein relativ großer Strandbereich mit schönen kleinen runden Steinen. Da kann man nur so gut anlegen und sich ein bisschen sonnen. Außerdem wollen wir noch schnorcheln gehen. Das haben wir nämlich gestern auch gemacht. Und es gibt hier schon einiges zu sehen. Natürlich nicht so schön wie auf den Malediven, nicht so bunte Fische. Aber wir haben schon Fischschwärme gesehen, vereinzelte Korallen gesehen. Und das Wasser ist hier so klar. Also das ist wirklich einfach, wirklich richtig idyllisch und herrlich. Und romantisch. Und macht Spaß unter Wasser? Ja. Ich habe gerade richtig viele Fische gesehen. Mindestens 50 auf einen Haufen. So groß. Richtig typische, sah aus wie typische Aquariumfische, aber kann ja nicht sein. Aber so sahen sie aus. Du musst auch mal gucken. Guckst du einmal? Nein. Nee, dann würde ich nicht mehr mit dir. So, dann werden wir mal weiterfahren.
sagen dazu? Nee. Aber das ist nicht so viel ruhig. Ich finde das Geräusch, das hört viel mehr, wenn man einen Abstand hat. Ne?